Gut, jetzt gehen wir weiter mit den Buben. 9 bis 10 Jahre und da ist der erste Starter, der Erwin Ecker aus Stieg. Ist schon gestartet. Schauen wir, ob der Bube jetzt schneller sein wird, die Händeln. Ach, wo hier? Ja, bravo! Die erste Zeit, was wir da haben, ist 20:36. Und die nächsten zwei Starter, das sind zwei Zwillinge, der Stögner Mario und der Stögner Philipp. Zuerst kommt der Mario dran mit der Startnummer 117. Und da habe ich ein persönliches Nachverhältnis, das sind Fische gespart von mir. Schauen wir mal, wie es hier geht. Naja, der Papa hat ganz schön gut gewachsen. Der Papa ist der Chef von unserer Feuerschau, die was uns aber sehr tatkräftig unterstützen. Bravo Mario! Was besitzt du? 20:66, wir sind ganz stolz auf dich. Schauen wir, ob der Philipp das genauso gut kann. Die Stacken schon weg, das ist der Wahnsinn. Ist. Zwischen zwei Brüder ist natürlich wahrscheinlich da ein interner Familienkampf um einen besseren Rang Eingang. Wir dürfen jetzt aussuchen. Boah, reißt sie nochmal auf und Zusprung. 20:74. Wer ist jetzt schneller gewesen, der Mario oder der Philipp? Der Mario. Der Mario ist ein wenig schneller gewesen. Begrüßen du jetzt auch in Zeuner Dom, weil Firma Zeuner ist auch ein Unterstützer von Jugend-Skitag. Danke nochmal an die Firma Zeuner. Nächster ist der Lukas Elmer, Startnummer 119. Ist schon in der zweiten Streckenhälfte. Hat ganz verwegen Stecken rein und Hucke. Und mit der ersten Menge flitzt er durchs Ziel. 22:79. Startnummer 120, das ist der Bastian Zeilner aus Steg. Bist du jetzt Zübring aufgerückt? Der Dom ist schon ganz rot im Gesicht vor Aufregung. Oder vor der Kötte, ich weiß es nicht. Eher vor der Kötte, ja. Eher vor der Kötte, sagt er. Ja, der ganz entleichterten Halm, schauen wir mal, ob das was bringt. 1980. Naja. Nächster ist Startnummer 121, der Fabian Schweizer aus Au. So, da darf man Hände wechseln. Ja, ich glaube. Habt ihr keinen beherzt? Über Ruhe. Naja, das riecht nach einer neuen Bestzeit, der will es wirklich wissen. Hat dann Spoiler am Helm. 1933. Ja. 122, das ist der Michael Haas aus Saarstein. Haben wir deine Verbrüche wieder rein? Ja, ich meine, die Piste wird jetzt schneller, weil jetzt jeder flitzt so schneller, aber wie das gleich hier. Nur mal Hand auf, nur mal Hand auf, Wahnsinn! Ja, ein gutes Material. 20:99. Jetzt haben wir in Einbacher Jonas Startnummer 123. Da ist auch wieder ganz nervös mit dem Fotoapparat. Nur gleich auf Zeit, weil du siehst ja am nächsten Mal. Begeh keinen Rufmord. Ja, auf Zeit, oder? Ja, wo ist der Jonas? Jetzt hörst du mal schauen. Absolut flott unterwegs. 18:64, Jonas, wir sind stolz auf dich. Mama lächelt da. Es ist nämlich wirklich eine neue Bestzeit geworden wieder. Ja, und jetzt haben wir in Buntigam Thomas aus dem Siedlerfeld, eine sehr bekannte Familie beim Steger Jugend-Skitag. Schauen wir mal, ob der Papa das nervlich durchsteht, wenn er das zuschaut. Marien, sagt der Papa, der ist so schnell, wir trauen uns gar nicht hinschauen. Bravo, super! 20:87 für den Thomas Buntigam. Jetzt haben wir Startnummer 125 in Felix Dahlhammer aus der Gosau Mühle. Der Felix gibt das letzte ganz tief, ist der in der Woche.
Jetzt haben wir ihn, Lujanovic Niklas aus Eid. Flitzt um und flitzt dick. Also Skifahren können die Buren, das ist ja gigantisch. 22,45 ist die Zeit für Niklas. Jetzt haben wir in Widmar Raphael als nächsten Teilnehmer aus dem Eichenwald Bad Gulsern. Ist auch schon vorher unten sichtbar, taucht Vollgas an, vielleicht haben wir da ein kleines Wachsproblem, was ganz langsam ist. Schau, der startet überhaupt durch und runter. Was für Zeit hast du? Das muss ja schon kann sein. Ja, bravo! 25,30. Da muss ich sagen, die haben wir ja gestern nur trainieren sehen, mitten in der Finsen. Gut, jetzt haben wir Alexander Neubacher aus Herndl als nächsten Starter. Was war das? 128 und 130 nicht am Start. Den habe ich jetzt angesagt. 128 und 130 nicht am Start. Stimmt das? 128 ist jetzt vor. Bravo! 120 war Zager und 130 ist nicht am Start. 1962, das ist die Zeit für den Alexander. Das war's. 130 ist nicht am Start. Und 121 ja. Ist vorher gefahren. Das war aber jetzt auch schon der letzte Starter von dieser Gruppe, weil die Startnummer 130 nicht anwesend ist. Naja, jetzt haben wir wieder ganz eine kurze Unterbrechung, bis das die nächste Gruppe dran kommt.